So, dann herzlich willkommen beim JFD Live Trading TV. Hier gab es im DAX schon ein schickes Reversal. Und wer die letzten Analysen eben gehört hat, war hier eben ein wildes Durcheinander möglich. Und so macht der DAX das auch. Ja. Tritt zwar nicht ganz an den Marken, wie geplant, allerdings ja. Sind wir hier jetzt in der Korrekturphase und erst beim Erreichen der oberen Begrenzung bzw. der unteren Begrenzung wären schöne Trades hier auf Tagesbasis bzw. dann auf Stundenbasis möglich. Hier hat er wirklich relativ wild oder bzw. nicht an einem EMA gedreht. Das sieht man, wenn man hier den Stundenchart aufruft. Hier wäre es schön gewesen, Richtung 10.072 zu fallen. Der EMA 38 im Stundenchart lag deutlich höher und hier prallt er jetzt an der Oberkante des Rainbows ab. Erstmal, hier dürfte dann jetzt erstmal ein kleiner Rücksetzer passieren und dann könnte womöglich es hier weiter nach oben gehen. Allerdings hier bleibe ich erstmal fern. Was jetzt sehr spannend ist, bevor ich es eben nachher nicht vergesse, ist hier neuseeländischer Dollar, US-Dollar, erreicht hier einen Tageswiderstand. Dürfte auch noch ein bisschen mehr vielleicht nach oben noch tendieren, allerdings darf er auch hier jetzt direkt abfallen. Warum es interessant ist, ist auch hier Pfund gegen neuseeländischer Dollar, hier ist im Tageschart die Supportzone erreicht, ja, wo hier 1, 2, 3 erfolgreiche Trades platziert wurden. Hier kann jetzt, wie auch schon gestern erwähnt, wenn Gewinne aufgelaufen sind, kurzfristig reingegangen werden in den unteren Zeitebenen. Dann, wenn man jetzt hier im Stundenchart das anschaut, ist hier ein neues Tief passiert. Bislang wurde es nicht weiter abverkauft. Man kann hier jetzt mit einer Stop-Buy-Marke entweder hier oben oder hier praktizieren und dann ein paar Pips vielleicht rausschneiden und dann den Stop hier unten hinlegen. Aber hier kann sich es noch ein Stück nach unten ausdehnen, denn hier die zwei Kerzen, da gibt es noch keine Entwarnung. Das war jetzt hier der neuseeländische Dollar. US-Dollar gegen kanadischer Dollar. Ja, liegt man leicht im Minus. Kommen wir jetzt zum Gold. Nehmen wir erstmal den Tageschart. Hier gab es gestern ja eine brauchbare Tageskerze. Allerdings scheiterte er heute erneut hier an der relativ an der Unterkante bzw. an der ersten Kaufzone. Und wenn man dann das feinere Bild nimmt, was ich hier auch gestern veröffentlicht habe, hier mit einer Kaufmarke, die aber wie immer jetzt bei diesem Chart erwähnt, weil es sich hier um immer Widerstände handelt, eben ein Schlusskurs darüber. Das fand hier nicht statt, nur ein Schlusskurs über dem Rainbow, was aber nicht ein Kaufsignal hier darstellte. Da war die Marke ganz klar hier definiert bei 1219,50 und das ist hier nicht passiert. Hier liegt ja im Stundenchart ja schon eine Gegenbewegung, aber eben nichts wirklich in meinen Augen ganz Impulsives, aber es kann sich schön nach oben auffächern. Und dafür ist natürlich dann eine Trendlinie geeignet und hier eben dann die Unterkante. Also alles, was jetzt gestern, ich zeige hier nochmal den anderen Chart, ja, hier liegt die Linie, die kann man dann jetzt auf Stundenbasis nehmen, die wurde hier durchbrochen, hier verteidigt. Also hat diese Linie auch große Relevanz, das heißt, kommt hier ein Schlusskurs als Stundenchart jetzt zustande,
wird es höchstwahrscheinlich ein neues Tief geben. Das ist jetzt hier mal meine Aussage. Traden kann man das natürlich mit Stopp hier oben oder Stopp dann hier, wenn es sich hier kein neues Hoch ausbildet. Kommt es allerdings hier zum Kaufsignal, dann sind auch die weiteren Marken ja bekannt. Der Chart ist ja auch im Stream. So, das sind jetzt hier mal in meinen Augen schon klare Marken, die man eben traden kann, wenn man antizyklisch beim neuseeländischen Dollar unterwegs ist oder jetzt hier auch prozyklisch im Gold. Dann, was nicht erfreulich ist, hier gab es in meinen Augen eigentlich einen schönen Ausbruch über mehrere Trendlinien und auch über einen horizontalen Widerstand. Dann gab es gestern bzw. am Freitag schon eine unschöne Tageskerze und gestern folgten weitere Verkäufe. Hier ist jetzt natürlich der Stopp, der Anfangsstopp wichtig und im Prinzip auch das letzte hier bei der 20 US-Dollar Marke. Allerdings lasse ich hier den Stopp unten, aber eben auch schon hier wird es dann schon brandgefährlich unter 20 US-Dollar. Zum gestrigen Setup, ja, haben hier wirklich ein paar Pips gefehlt. Schauen wir das hier nochmal an oder in einem 4-Stunden-Chart. Das war ja das ursprüngliche, jetzt habe ich hier das alte nicht. Ich habe das ja hier nach unten gelegt, wurde aber eben auch nicht ausgeführt. Bis tiefere, wenn man hier jetzt die Trendlinie nimmt, die ich eben ja, so jetzt eingezeichnet habe, die ist wahrscheinlich vom Tageschart eben aus, da liegen ja die Tiefpunkte leicht woanders. Nimmt man jetzt hier im 4-Stunden-Chart, dann ist die Trendlinie natürlich gebrochen. Ja. Gab es hier nur zweimal Dips, da wo es dann kurz eine Gegenbewegung gab. Jetzt ist er hier im 4-Stunden-Chart auf den EMA 200 zurückgefallen und hier gab es jetzt Gegenbewegung. Hier darf, wer jetzt hier Gewinne hat, darf er sie hier auch, sage ich mal, teilweise riskieren. Stopp. Entweder hier unten wäre auch ein praktikabler Stopp. Oder noch enger hier. Also das ist auch schön möglich. Also es ist sehr viel Bewegung im Handel im Moment. Und man kann das dann teilweise sehr gut handeln. Der Atwa kam heute nicht weiter in die Pushen. Hier gab es gestern Anlauf an den EMA 200. Ist aber alles sehr flach. Darf man eben auch noch gespannt zu blicken, ob hier ein Ausbruch erfolgt. Und noch ganz kurz zu Twitter. Da liegt man deutlich im Plus. Hier gab es jetzt gestern eine kleine Reversal-Kerze. Ja, ein knappes R ja, wäre am Hoch schon verdient gewesen. Allerdings waren hier deutlich höhere Kursziele genannt. Also hier den Stopp. Ja, man kann ihn gleich 50 Cent anheben. Allerdings, da das hier schon sehr volatiler Wert ist. Aber auf Schlusskursbasis kann man den auf 14 anheben. Kurz darunter dippen wäre hier natürlich auch schon nicht mehr schön und würde natürlich das Szenario gefährden. Aber jeder kann da hier den Stopp beliebig, fast beliebig nachziehen. Das war's. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, nächste Woche werden wieder direkte Live-Schaltungen gemacht. Allerdings, wie eben auch schon jetzt und auch damals eben üblich, gibt es eben zeitnah einen Upload auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Denn öfters passiert es wirklich, dass der Procaster sich nicht live schaltet oder ein Passwort nicht funktioniert hat oder eben meine Internetverbindung etwas zu schwach ist. Ich wünsche allen noch einen schönen Handelstag.